Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Schild. Und wir sind im DLC mittendrin. Und zwar bei Schneelande der Krone. Ja, unser Ziel ist es, heute weiterzumachen mit einem weiteren mysteriösen Pokémon. Und dazu brauchen wir die drei Pokémon der Redlichkeit. Und zwar Viridium, Terrakium und Kobalium, die wir ja mittlerweile, wie ihr das mitbekommen habt, gefangen haben. Und zwar brauchen wir jetzt mal Hilfe bei der guten Sania. Die müsste eigentlich... irgendwo noch unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt... Warte mal, da oben ist das, das ist das. Ich weiß nämlich wirklich immer nicht, welches Haus das von der ist. Das ist Evoli, der Evoli-Fan. Ich hasse das, wenn ich das Ewigkeiten und drei Tage suchen muss. Ich muss das nur gerade... Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Das ist der Bürgermeister und jetzt geht schon wieder die ganze Suche los. So, okay, hier befindet sich wieder mal ein Item und zwar eine Lauchstange. Die gibt es eigentlich ja jeden Tag. Warte mal. Doch, bei Sania, genau, da waren wir. Die ist ja jetzt weg. Und zwar müssen wir... warte mal, ich muss mir das jetzt gerade mal so... Ich hoffe, dass das dann funktioniert, wie ich das gerne mir vorstelle. Und zwar... Und zwar... Okay, wir müssen zum Ballseeufer. Ich muss gerade noch gucken, wo ich hin muss. Bitte Giganten. Warte mal, wo war das denn? Was ist hier unten? Ist da noch? Ja, hier, genau. Ja. Und zwar an einem Ort, wo wir eigentlich schon mal waren. Eigentlich müssten hier jetzt... Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Okay, es müssten jetzt hier neue Fußspuren auftauchen. Ja, genau. Okay, eigentlich... Ja, eigentlich müssten sie ja auftauchen. Das ist doch richtig so. Und zwar ist das eigentlich für das nächste Pokémon, was ich zur Liste finden dürfte. Die Frage ist... Habe ich das nicht gemacht? Was ist das mit der, mit Sanier? Die ist ja eigentlich offiziell nicht mehr da, ne? Da habe ich das falsche Haus erwischt. Bin ich jetzt blöd? Das ist nicht wahr, Alter. Ich schieße jetzt nicht mehr auf den Schirm. Wie war das jetzt? Warte mal, ist die jetzt wieder in dem Labor? Oder bin ich jetzt da komplett raus aus der Situation? Ne, Haus der Profession brauche ich nicht. Ich brauche das Labor. Hier, was ich in der Brassberry. Mal zurück. So.
Ich hoffe, dass das genau das Richtige ist, was ich jetzt machen will. Da ist Sania, okay. Oh, Yoshi, danke für deine Hilfe in den Kronstein landen. Ich habe gerade eine Abhandlung darüber, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich hätte ich jetzt vor, dir was zu zeigen, aber funktioniert das irgendwie nicht. Warte mal. So, jetzt fangen wir mal wieder zurück. Ich hab's ja alle drei eigentlich jetzt gefangen. Normalerweise müsste das ja jetzt funktionieren, oder nicht? Oder bin ich da jetzt gerade komplett raus aus der Situation? So, wir haben hier nochmal Fußspuren. Ja, ist gut. Ein vergleichbarer Anhaltspunkt ist dir noch nicht untergekommen, ja. Keine Ahnung, ich verstehe gerade nicht die Situation. Normalerweise sollte das jetzt funktionieren. Ach so, okay, ja, nee, alles gut. Ich glaube, ich weiß, was Sache ist jetzt. Okay, und zwar müsst ihr nicht diese Fußspuren einsammeln, das war jetzt eigentlich, das war jetzt da, sondern wir gehen mal auf Pokécamping. Und dann müssen wir einen Curry kochen. So, X-Menü, kochen. Curry kochen. So, wir haben ja einmal Uferkraut. Wir haben ja Beeren ohne Ende. Zack, zack, zack. Wir müssen nämlich nicht die Spuren einsammeln. Sondern wir müssen... kochen. Ja, bitte. So, und rein damit. Und dabei ist es vollkommen egal, was ihr kocht, wie gut ihr kocht und so. Ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Probleme hinkriege. Achso, es ist egal. Okay. A ist die Alternative. Ich dachte jetzt, man drückt jetzt A oder so. So. Ihr könnt jetzt mit dem Controller arbeiten oder ihr könnt halt mit der rechten links. Ich arbeite mit dem Controller nebenbei gerade so. Da braucht ihr ein bisschen Platz, dann habe ich Gott sei Dank hier. Rein damit, mit Liebe. Guten Appetit. So, eigentlich müsste jetzt irgendwas passieren. Ein herbes Kräutercurry, das haben wir jetzt gekocht. Okay. Oh, das ist ja lecker. Na gut. Gütekasse Hokumil. Alle KP wurde hergestellt, statt das Problem behoben. Dann Team Pokémon auf viele Erfahrungspunkte erhalten. Denn Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. So, wir gehen mal raus aus dem Pokécamp. Ich glaube, eigentlich müsste das passiert sein, was ich... Oh, 1290. Ich habe bis heute gar nichts, ne? Und genau das wollte ich eigentlich erreichen. Ihr habt es gerade ganz kurz schon gesehen.
Und zwar, wenn ihr genau das macht, weil ich habe eigentlich die roten Fußspuren nur gesehen, dachte mir, ja, die musst du wieder einsammeln. Nein, es passiert da ganz einfach Folgendes. Ihr könnt Keldeo fangen, wenn ihr die drei Pokémon gefangen habt, also Terrakium, Viridium und Cobalium, und halt genau diese Aktion mit dem Curry bringt, dann könnt ihr Keldeo hier fangen auf dieser Insel. So, probieren wir es einfach mal. Wir wollen es natürlich fangen, klar. Level 65 ist es. Oh nein, es geht wieder los. Ja, das gut, dass ich gespeichert habe. Gut, dass ich das Ding noch vorher gespeichert habe. So, wenn du jetzt ganz schnell bist, dann gehst du hoffentlich in den Ball rein, kleines Keldeo. Hagelkörner nicht wehren. Gut, es ist heute der 1. Dezember. Es ist klar, dass jetzt überall Hagelkörner fallen. Das ist jetzt normal. Deswegen. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorher gespeichert, das Spiel. Das ist ja leider nicht weiter tragisch. Das heißt, ich kann ja jederzeit das Spiel neu starten. So wie ich das auch bei Viridium und Terrakium dann irgendwann gemacht habe. Aber vielleicht müssen wir das gar nicht, wenn dieses Keldeo sagt, okay, ich komme in den Ball. Eins. 3. Jo, geht das. Den zweiten Mal wollen wir uns Keldeo. Sag ja, soweit, wir brauchen es gar nicht. So, dann ist es jetzt drin. In mein Team. Ich werde mal kurz das, das Pokémon ins Team holen. Nehmen wir dafür Libellum raus. Pokémon mitsamt. Alter, verfehler weg. So, wir haben ein Curry gekocht. Wir haben Keldeo jetzt mittlerweile im Team. Sieht aus wie ein kleines Einhorn. Ist auch ganz süß. So, kann man jetzt was ist mit den Fußspuren jetzt irgendwas anfangen? Nee. Okay, sind keine weiteren da. Gut, dann fliegen wir mal kurz ins Zania. Weil vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück jetzt, dass sie uns da irgendwie noch was mitgibt für eine Information. So, einmal kurz eben rüber. Weil hatte ich auch nicht gedacht, dass das Keldeo sich so einfach fangen lässt. Zweite Ball war es jetzt, glaube ich, was direkt drin. Okay, ich dachte mir, jetzt kommst du mit dazu. Aber scheinbar möchte das nicht. So, versuchen wir es mal, was hinkriegen. Dann sind wir nämlich auch schon durch für heute. Ja, auf jeden Fall ändert sich gerade irgendwas. Boah, was? Im Cobalium, Terrakium, Viridium gibt es noch ein viertes legendäres Pokémon? So ein Mist, ich hätte wohl doch noch länger bleiben sollen. Mulli! Oh, danke, dass du mir davon erzählt hast, Yoshi. Okay, ich hätte jetzt gedacht... okay, das haben wir schon gehört. Warte mal, ich komme sofort wieder. Ich klingel gerade nicht an der Tür.